Zweiten, das ist das Team des heutigen Abends aus Heidelberg und Kaiserslautern, jetzt, die Fabelstapler. Hallo? Ah, es ist viel schöner, als im Stau zu stehen. Ja, voll. 3 Stunden nach Frankfurt. Ihr seid auch schöner als die Rücklichter von diesem LKW. Dürft ihr mir hoch anrechnen. So, wir machen das zu zweit. Legen wir los. Ja, viel Spaß. Stell dir vor, du bist frei von Klischees. Über Menschen. Über Menschen. Über Tiere, über alle Lebewesen. Drücke mit uns den Reset-Knopf, der deinen Geist befreit mit einem Fegebesen. Besen rein, komm, lass dich ein auf Gehirnwäsche. Klammer dich nicht fest an bisher Gewesenen. Lass los, mach Fabula Rasa, wir sind die Fabelstapler und wir stapeln Fabeln. Erzählen Geschichten, die wir aufgabeln, aufgabeln. Wir machen den Bock zum Gärtner, den Fisch zum Industrietaucher, die Spinne zum Psychiater. Tierisch, human, was ist los? In einer Welt, in der ein Tier wie ein Mensch sich verhält. Newsflash! Indien, Brabadalalabat, 10 Schweine. Wir vergewaltigen junge Sau, weil sie in zu engen Kasten gehalten wurden. Selbst schuld wie eine läufige Hündin war die Sau geil. So die Stellungnahme des Polen. Frankfurt. Der DAX ist um 1 Meter gefallen. Hat es sich wehgetan? Die Eichhörnchen aka E-Man Brothers haben sich mit hypothetischen Bäumen verzockt. In ihren vergessenen Nüssen ist der Wurm drin. Zu York, wie die Rheinecke Post berichtete, brachte ein islamistischer, terroristischer Selbstmordvogel der Ibis einen Kondor der Chicken Wings Airline zum Absturz. Dabei handelte es sich Gott sei ganz um eine rabenschwarze Presseente. Mailand. Skandal bei der Fashion Week. Nachdem bekannt wurde, dass die neue Haute Couture ausschließlich auf echt Leder basiert, demonstrierten hunderte Schafe für eine animalischere Menschenhaltung. Moral und Gewissen sind Tieren fremd. Aber auch Habgier und Neid. Wären Tiere die besseren Menschen? Oder würden auch sie sich mit Messern bekämpfen? Sind wir weiterentwickelt? Oder leider entwickelt? Wir kamen von Anarchie zu Bürokratie, von Kommunismus zu Konsum. Ich muss von Diktatur zu Demokratur. Wären wir in einer Demokratie? Tier. Humana. Humana, manama. Humana, manama. Der Homo sapiens hat sich weiterentwickelt. Oh yeah! Doch alles, was wir noch jagen, sind Schnäppchen, wenn wir die Kilos auf den Hüften lassen. Wenn sich Menschen wie Menschen verhalten, ist das provokativ gesagt unmenschlich. Wenn sich Tiere wie Menschen verhalten, ist das salopp gesagt beschissen. Weil sie sich dann wie Menschen verhalten? Warum nicht einfach mal wie Tiere verhalten? Einfach mal dem Weibchen, das vor dir an der Kasse steht, am Hintern schnuppern. Ich hab die ganze Zeit nur drauf zu starren. Um dann gekonnt ihre Street-Leg-Ability zu prüfen. Einfach mal seinen Napf restlos leerschlabbern. Effizient essen, anstatt Millionen Tonnen Lebensmittel achtlos wegzuschmeißen. Wie wäre es, wenn wir uns nicht auf den Homo versteifen? Homo erectus? Nee. Homo sapiens! Er hat Homo gesagt! Sapiens für den Arsch! Sollten wir nicht lieber die ganze Bandbreite der Schöpfung nutzen? Die ganze Arsch, ja? Wir sitzen alle in einem Boot, also Leinen los und einreihen unter den nicht so galanten, ziemlich markant Tiefseegiganten, bis Elefanten, unseren Verwandten. Also einfach mal sagen, ich wäre gern ein Buntspecht. Nicht wegen dem Brett vorm Kopf, sondern um endlich das Baumhaus zu bekommen, von dem ich als Kind immer geträumt habe. Ich wäre gern ein Bonobo. Nicht, weil ich mir mehr Brusthaare wünsche, sondern um alle Probleme mit Sex zu lösen. Ich wäre gern ein Pferd. Nicht nur durchs Leben zu galoppieren, sondern um mich an einer ordentlichen Portion Gras zu erfreuen. Ja, Mann! Ich wäre gern ein Pinguin. Nicht wegen der abgewrackten Kleiderordnung, sondern weil ich meiner Familie treu sein will. Ich wäre gern ein Wolf. Weil Rangkämpfe nur so lange ausgetragen werden, bis der Schwächere sich unterwirft. Zu Tode treten ist doch was für Menschen! Ich wäre gerne eine... Boah! Ey. Wir Menschen denken, wir seien die Krone der Schöpfung. Die
Evolutionselite. Doch ist elitäres Gedankengut. In seinem Grundgedanken gut. Glaube nicht alles, was dir vorgebetet wird. Wir sind die Parasiten unseres Weltenwirts und betreiben egozentrisch Raubbau. Wir versammeln uns in Scharen. Um zierliche Biertische. Doch sind alles andere als fossilische Zierfische aus den Philanthropen. Denn der Mensch ist des Menschen Gold. Wir sind uns selber fremd. Weil wir vergessen haben, was es heißt, Mensch zu sein. Oder weil wir diesen Begriff Mensch überhaupt erst erfunden haben. Um uns von den vermeintlich primitiven Lebewesen abzugrenzen, sind wir nicht alle nur ein bisschen Homo, ein bisschen Sapiens, ein bisschen Säuge. Doch vor allem sind wir Tiere. Können wir uns nicht einfach so verhalten? Vielleicht werden wir dann zu besseren Menschen. Doch alles, was wir noch jagen, sind Schnäppchen, wenn wir die Kilos auf den Hüften massen. Wenn sich Menschen wie Menschen verhalten, ist das provokativ gesagt unmenschlich. Wenn sich Tiere wie Menschen verhalten, ist das salopp gesagt beschissen. Weil sie sich dann wie Menschen verhalten? Warum nicht einfach mal wie Tiere verhalten? Einfach mal dem Weibchen, das vor dir an der Kasse steht, am Hintern schnuppern. Ich hab die ganze Zeit nur drauf zustand.